Hallihallo zu einem neuen Update des Kampfischwurfs. Ihr seht, das Wasser ist total durchwühlt, dass ich da dran, dass ich es gerade sauber gemacht habe. Aber wie ihr seht, erwischt man nicht alles. Ich wollte aber den Moment nutzen, wo gerade noch nicht die Pflanzen drin sind, um euch mal zu zeigen, wie jetzt die 3 Wochen alten Bettas aussehen, die 3 Tage nichts gekriegt haben, weil ich nicht da war. Und der füttern sollte auch nicht. Und ja, ging leider nicht anders. Ihr seht da links, ich habe einen Babywels drin. Ich wollte das mal ausprobieren, weil ich doch Probleme habe mit diesem ganzen Unrat, der immer anfällt. Und mit Schnecken wird es ja wesentlich mehr. Und das ist jetzt mal eine neue Idee von mir. Der ist gerade mal 2 cm groß, also keine Panik. Genau, und ihr seht jetzt hier auch mal die Babys ein bisschen besser. Ich werde das gleich nochmal abmulmen müssen. Das stört mich jetzt ein bisschen. Ich habe auch gerade die Strömung ein bisschen höher, dass halt die Schwebeteile eben vom Filter ein bisschen aufgesaugt werden. Die Tiere sind jetzt wie gesagt 3 Wochen alt, sind auch alle verschieden groß. Der größte ist so circa 1 cm und die kleinsten gerade mal 5 bis 6 mm. Das ist alles in Ordnung, das Wachstum. Manche essen halt mehr, manche weniger. Und hier oben ist zum Beispiel einer von den etwas größeren. Und da seht ihr schon, dass der schon fleißig schwimmt und dass denen die Strömung nichts antut. Und die anderen, die sind halt eher noch in Bodennähe oder lassen sich so ein bisschen treiben. Aber alles in allem schwimmen die recht gut. Und Strömung ist auch wichtig, zwischendrin auch zu haben. Also jetzt nicht so stark wie bei mir jetzt, also man sieht ja, dass es sehr stark ist, aber es sollte schon Strömung da sein, dass die Tiere sich auch bewegen. Denn sonst fressen sie nur und liegen nur rum und dann gibt es Bauchrutscher oder Probleme an den Flossen und so weiter. Und ich bin damit bisher sehr gut gefahren, wenn ich die Tiere, ah, da ist der größte, der ist schon fast 1,5 cm, wenn ich die Tiere ein bisschen mit Strömung ab einer bestimmten. Ja, wenn ich sehe halt, dass es, also ich habe da keine Woche, ab der ich anfange mit Strömung, einfach zwischendrin. Genau hier an Seiten mache ich nicht hundertprozentig sauber, weil sich da natürlich auch Mikroorganismen bilden, die die Kleinen zwischendrin essen und fangen. Also klinisch rein muss das Becken nicht sein. Würde ich auch gar nicht hinkriegen. Aber wenn es dann halt ein bisschen abgedingst ist, dann sieht es dann halt so aus wie hier. Das sind die Simplex, könnt ihr gerne das andere Video schauen. Hier werde ich wie gesagt noch den Rest abmulmen und dann kommt wieder die Pflanze rein. Ja, und dann sieht man es auch nicht mehr, dass es dreckig ist. Nur hier an den Seiten ist es nicht so schlimm. Wie gesagt, das kommt ja auch durchs Licht. Ja, sonst entwickeln sie sich recht gut. Sie kriegen jetzt Marinekupedoden zusätzlich zu den Artemia und den Mikrowürmchen. Die sehen so aus. Sind irgendwie so Tierchen, die mich an Wasserflöhe erinnern, aber in Salzwasser. Ich glaube, das nennt man auch Plankton. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Also ihr seht's. Falls ihr Interesse habt an den Futtermitteln, könnt ihr gerne noch mal ein Video schauen, was ich mal gemacht habe zum Thema Futter für Kampffische. Da zeige ich die auch noch mal in Makro. Und das letzte Video, wenn ihr das anklickt, dann seht ihr, wo ich das gekauft habe. Ja. Und ich würde jetzt erstmal sagen, ich glaube, das reicht so als Update. Und das nächste Mal gibt es wieder ein Makro-Update, denke ich mal. Aber die habe ich echt gut gemacht und man sieht jetzt auch mal, wie viele es eigentlich sind. Also ich schätze wirklich, dass es 50 Stück sind. Ich zähle nicht, weil irgendeinen vergesse ich immer. Manche machen das ja, aber der Größe zähle ich noch nicht. Kommt dann später irgendwann. In diesem Sinne, tschüss!